Ausgeizen ist ein Schlagwort, das unsere Paradeiserkulturen betrifft. Herzlich willkommen bei Schaumer Garten. Die Tomatenpflanzen sind vielfältig. Es gibt buschig wachsende, es gibt überhängend wachsende, es gibt sogar viele, die in der Natur eher aufliegend am Boden wachsen. Wozu sollen wir also ausgeizen? Die Kulturempfehlung ist, dass man einstämmig erzieht, also an einer Stange den Hauptstamm entlang führt und dann können sich die Verzweigungen bilden, wo wir die Früchte ernten. Wenn wir uns die Pflanzen aber anschauen, wachsen sie auch gerne buschig. Das Ziel des Ausgeizens ist es, diese eintriebige Kultur zu unterstützen. Wenn ich das gar nicht vorhabe, brauche ich auch nicht ausgeizen. Ein weiterer Vorteil, das Ausgeizen sorgt dafür, dass die Pflanze sich gleichmäßig entwickelt, damit auch etwa zur gleichen Zeit die Ernte passiert. Wenn das nicht mein Ziel ist, ist auch Ausgeizen nicht notwendig. Falls ich aber ausgeizen möchte, gehe ich wie folgt vor. Hier habe ich meine Stange, hier entlang soll mein Haupttrieb gezogen werden und das sind meine Blütenbüschel. Was wir jetzt sehen, dass in Achseln wie dieser hier sich neue Triebe bilden. Werden auch Achseltriebe genannt. Weiter unten sehen wir einen, der schon länger hier begonnen hat zu wachsen und eindeutig zu sehen ist, dass der sehr viel Kraft zieht und eine neue Krone unter Anführungszeichen bildet. Deswegen werden solche Triebe frühzeitig rausgebrochen. Ich empfehle aber zu schneiden, dann gibt es kleinere Wunden. Und diese kräftigen Triebe, das wäre meine Empfehlung, die kann man auch ins Wasser stecken und sie bewurzeln lassen. Dann hat man gleich eine neue Pflanze. Ich werde das probieren und vom Ergebnis werde ich berichten. Mehr Einblicke in die Natur im Gartenwelt auf schaumergarten@naturimgarten.